Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein und heute in diesem Video soll es gehen um sich selbstständig machen, Geld verdienen und Geld investieren. Ich habe gemerkt, dass in letzter Zeit, wenn ich ein Video drehe und das in YouTube hochlade zum Thema Selbstständigkeit, also unternehmerisch tätig werden, mehr Geld verdienen etc., kaum noch Interesse besteht, sich das Video anzugucken. Ja? Und der Grund dafür ist natürlich völlig klar. Also noch vor ein paar Jahren, wenn ich da irgendein Video raufgeladen habe zum bestimmten Thema, ich habe entsprechend vorher auch Recherche betrieben, welche Themen aktuell sind und so weiter, dann hatte ich da locker über einen Zeitraum von ein paar Wochen, hatte ich dann meine 3.000, 4.000, 5.000 Views. Ja? Und das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Der Grund dafür ist ganz klar, der Markt ist total übersättigt, ja, von Coaches, Trainern, Beratern, sogenannten Beratern, ja, die irgendwelchen anderen Leuten irgendwas beibringen wollen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Das ist die sogenannte ja, Coaching-Welle, ja, die wurde damals losgetreten, in den USA von irgendeinem Australier, der heißt irgendwie Consulting.com, ich weiß gar nicht genau, wie der jetzt heißt. So eine Domain weiß ich nur, weil man die sich sehr leicht merken kann. Und hat irgendwie in der Garage angefangen mit nix und dann ist er halt zum absoluten Multimillionär oder irgendwas geworden oder ist vielleicht sogar schon mittlerweile Milliardär. Dann hat man das kopiert und dann vor ein paar Jahren, so, ich glaube ab 2017 ging es dann los mit dem Coaching und Facebook-Coaching und alles mögliche, seit Shiripur, aber der ist mittlerweile, glaube ich, komplett in der Bedeutungslosigkeit versunken, ja, und so weiter. Ne? Meines Erachtens war seit Shiripur, alles, was der gemacht hat, auch ein reines Schneeballsystem. Der hat ja letztendlich auch nur Kurse verkauft, wo er erklärt hat, wie er Kurse verkauft. Ne? Das ist dieses typische Schneeballsystem, wenn ich letztendlich davon abhängig bin, dass Leute mein Produkt kaufen, ja, also oder meine produktivierte Dienstleistung und diese dann sozusagen wieder weiterverkaufen. Ja, also es ist dieses typische, ich glaube, man nennt es auch Network Marketing oder irgendwie sowas. Ja, und in dieser ganzen Coaching-Branche ist es leider sehr stark. Schwingt das mit, ja, also sehr stark mit verflochten, denn viele der wirklich erfolgreichen Coaching-Programme sieht man halt immer wieder, dass letztendlich in diesen Coaching-Programmen andere Coaches auch drinnen sind oder Leute, die verzweifelt versuchen, mit irgendeiner Business-Idee Geld zu verdienen und glücklich zu werden und dann letztendlich das wieder aufgeben. Ja, wenn man dann in diesem Coaching-Programm, und ich war schon in einigen drinnen und habe auch viel Geld dafür bezahlt, dann diese Idee wieder aufgeben und dann sagen, ah, jetzt mache ich plötzlich irgendwie Coaching für Leute, die an Durchfall leiden oder sowas. Ja? Weil die Leute früher oder später darauf auf den Trichter kommen, dass ein Coaching-Business natürlich vielleicht sogar das Businessmodell schlechthin ist aktuell, welches, wenn man es, sagen wir mal, ein paar richtige Parameter zusammenführt, ja, mit dem kleinstmöglichen Aufwand den größtmöglichen Output erzeugen kann. Und das ist die Core-Essenz dieser ganzen Welle, dass wir Menschen grundsätzlich